So, hallo, da bin ich wieder. Nach einer kurzen Pause geht's von der Weihnachtskarte, die ihr jetzt hoffentlich demnächst für eure Verwandten machen könnt und für eure Freunde, geht es zum Geschenk. Eine Art Last-Minute-Geschenk. Wenn es also alle Läden zu haben und nur noch euer Drucker und ihr zu Hause sind, zu Hause seid, sorry, dann könnt ihr trotzdem noch Weihnachtsgeschenke machen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich euch zeige, wie man mit Inkscape einen Kalender macht. Ihr seht hier schon so einen Anfang eines Kalenders. Wir werden möglicherweise den März auslassen müssen, weil es einfach die Zeit nicht reicht. Das zeige ich euch aber gerne im Jitsi nachher noch, wie das funktioniert mit diesem Ausschneiden. Genau. Und das ist ein Kalender, den ihr, wie gesagt, ohne großartige Hilfsmittel zu Hause machen könnt. Nur nach dem Ausdrucken sozusagen einmal vorab. Ich habe hier ein Format A4 gewählt. Das heißt, das ist was, was ihr auch alle zu Hause habt. Und wenn ihr einen Drucker, einen Farbdrucker habt, dann ist es auch gar kein großes Problem. Randlos in diesem Fall drucken möglichst, wenn das irgendwie möglich ist. Und wenn ihr den Kalender dann zum Verschenken vorbereiten möchtet, könnt ihr die Zettel entweder alle einzeln überreichen, irgendwie schön mit einer Schleife zusammengebunden, dann müssen die Leute sich das ohne Löcher irgendwo hinbappen. Oder es gibt auch einen Trick, dass ihr die quasi mit einem Klemmbrett zusammen überreicht. Das heißt, ihr macht an das Klemmbrett hinten einen kleinen Haken. Vielleicht habt ihr ja noch sowas zu Hause. Und könnt das dann als Ganzes verschenken. Dann braucht ihr euch um die Aufhängung auch nicht zu kümmern. Oder ihr bastelt was. Zum Beispiel, was man noch zu Hause hat, sind so Büroklammern, die man umbiegen kann, zu kleinen Metallringen, die man hier durch die Löcher zieht, jedes Loch einzeln. Oder ihr könnt es auch mit einer kleinen Kordel zusammenbinden. Was ihr nicht machen solltet, ist, dass ihr eine Kordel irgendwie von einem Loch ins nächste zieht. Dann lässt sich der Kalender nämlich nicht mehr umblättern. Sonst muss man die einzelnen Blätter abreißen. Das kann man natürlich auch machen, aber es macht es irgendwie auch kaputt. Genau. Okay, legen wir los. So, ein neues Dokument. Standardmäßig ist es schon A4 groß. Das ist praktisch in unserem Fall. So, aber, was ihr seht, bislang hier auf meinem Beispiel habe ich schon mehrere Seiten. Was ihr bislang in Inkscape nur gesehen habt, ist eine einzelne Seite. Das Seitenwerkzeug ist auch noch nicht so lange in Inkscape, aber ich muss sagen, seitdem es da ist, wundere ich mich, wie lange ich quasi ohne das zurechtkommen konnte. Also, wenn ihr mehrere Seiten im Dokument anlegen möchtet, wählt ihr hier ganz unten das Seitenwerkzeug aus. Und es ist ganz einfach, die Standardseite ist schon A4. Ihr könnt das ändern, wenn ihr wollt. Zum Beispiel die Seitengröße kleiner machen, dann ist sie sozusagen benutzerdefiniert. Ihr könnt die Seite auch verschieben, wenn ihr Lust habt. Ich mache mal alles wieder rückgängig. So, A4. Wenn ihr mehrere Seiten braucht, für unseren Kalender brauchen wir 13 Seiten. Das heißt ein Deckblatt und 12 Monatsseiten. Dann erstellen wir hier 13 Seiten. In diesem Fall, im Moment gibt es noch keine Funktion, um mehrere Seiten gleichzeitig zu erstellen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich 12-mal draufklicken. Hier oben wird euch angezeigt, an welcher Seite ihr gerade seid. Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Seiten. Und ich gehe mal wieder zu meinem Auswahlwerkzeug zurück. So, alles vorbereitet, fast schon fertig. Nein, okay. Gut, dann beginnen wir auch schon mit dem Hintergrund für den Kalender. Ihr habt es gesehen, jedes Kalenderblatt hat einen Hintergrund mit so ein paar Löchern oben dran. Ich habe mir jetzt nämlich die Variante mit den Metallringen oder mit der Kordel ausgesucht, damit man den Kalender umklappen kann und aufhängen. Und in der Mitte habe ich ein großes Loch angelegt für den Nagel zum Beispiel zum Aufhängen. Okay.
Mit dem Hintergrund geht es ganz genauso wie bei den anderen, bei dem anderen, bei den Postkarten. Und ich schalte deswegen das Einrasten wieder an. Ich nehme das Rechteckwerkzeug und ich ziehe von einer Seite in die, also von der oberen Ecke in die untere Ecke der Seite und habe damit schon meinen Hintergrund. Jetzt hat er noch die falsche Farbe. Jetzt kann ich wieder im Füllung und Konturdialog einstellen. Ihr kennt das ja mittlerweile schon. Es ist mir noch ein bisschen zu schreiend. Ich mache es heller. So vielleicht. So ein schönes Mintgrün. Okay. Wenn euch diese Dialoge hier nerven, wenn die aufgegangen sind, könnt ihr das auch mit diesen kleinen Ziehdingen hier einklappen. Ihr könnt da auch einfach draufklicken. Genau. Okay. Damit haben wir schon mal das. Jetzt fehlen uns die Löcher. Wenn ihr keine braucht, könnt ihr diesen Schritt natürlich auslassen. Ich mache mal einen Kreis dafür. Oh, und ihr erinnert euch, wir haben als letztes einen Halbkreis gezeichnet. Das heißt, dieser hier ist jetzt auch ein Halbkreis. Wenn euch das nicht gefällt, weil das Löcherbohren mit einem Halbkreis nicht so gut geht, dann könnt ihr hier auf diesen kleinen Knopf klicken und das einfach wieder zum ganzen Kreis schließen. So, ich schiebe ihn mal hierher und mache ihn weiß. Und er ist deutlich zu groß. Das heißt, ich halte wieder Steuerung fest und mache ihn kleiner. So, jetzt möchte ich ungefähr hier so ein Loch und hier so ein Loch und dann noch eins in der Mitte. Das in der Mitte wird ein bisschen größer, weil das zum Aufhängen ist. Ich nehme mir die beiden. Jetzt möchte ich diese Löcher hier nicht nur auf der Seite, sondern auch auf der Seite und das symmetrisch. Dafür gruppiere ich die. Okay. Denkt dran, dass sie die Löcher nicht zu weit von der oberen Kante macht, zumindest die zum Binden nicht, weil es einfach dann schwierig wird mit dem Umklappen. Und jetzt mache ich nochmal so eine mit Steuerung D. Halte Steuerung fest und schiebe die gerade rüber. Dann haben die immerhin schon mal die gleiche Höhe. Jetzt ist es natürlich noch nicht ganz symmetrisch. Wenn ich das möchte, wähle ich mir beide aus und gehe im Ausrichten-Verteilen-Dialog auf dieses kleine Knöpfchen hier, Auswahl als Gruppe behandeln oder als Ganzes verschieben ausrichten. Was das macht, ist, dass es so tut, als ob das eben als ein Teil verschoben und ausgerichtet wird. Und ich möchte das jetzt als ein Teil zur Seite mittig ausrichten. Und damit landet es so, dass hier die Kante genauso weit weg ist wie hier die Kante und hier der Abstand auch mittig ist. Jetzt brauchen wir den hier noch mittig. Da ist es egal, ob ich das als Ganzes verschiebe oder einzeln, kann ich ausmachen. Sonst vergesse ich das nämlich und schiebe das einfach nur relativ zur Seite mittig hin. So. Damit haben wir schon die Löcher zum Aufhängen. Ich wähle mir die mal alle aus und gruppiere die. Und gruppiere die auch mit dem Hintergrund. Das hat den Vorteil, dass ich diesen Hintergrund jetzt nämlich theoretisch auf alle weiteren Seiten verteilen kann. Ich möchte ihn erstmal aber nur auf den Januar mit verteilen. Ich mache wieder das Einrasten an. Mache Steuerung D, um den zu verdoppeln. Schnapp ihn mir und schupp, raste ihn wieder oben an der Ecke des nächsten Monats ein. So, was ihr auch noch machen könnt, ist, dass ihr den Seiten Namen gebt, dass ihr immer wisst, auf welcher Seite ihr gerade seid. Das wird sonst nämlich irgendwie schwierig, wenn ihr irgendwo hier arbeitet und dann wisst ihr nachher gar nicht mehr, oh Gott, in welchem Monat bin ich eigentlich? Nein, mit Schwangerschaft hat es nichts zu tun. Ihr könnt hier oben also einen Seitennamen eingeben und ich gebe mal das Objektblatt ein und das hier wird der Januar. Und wo ich schon dabei bin, machen wir auch gleich Februar, März, April. Februar. Ups. März. April und so weiter. Die anderen Monate müsst ihr selber zur Not im Kalender nachgucken, aber wahrscheinlich wisst ihr das ja, wie die heißt.
So. Ja, jetzt haben wir das Deckblatt hier. Das ist noch ein bisschen leer und wir haben alle diese schönen Monate. Wenn wir unsere Zeichnungen ein bisschen organisieren möchten, dann kann man jetzt, um später auch zum Beispiel das versehentliche Verschieben verhindern zu können und um einfach eine gewisse Ordnung in der Zeichnung zu haben, kann man auch Ebenen in Inkscape verwenden. Das heißt, ihr habt hier dieses Ebenen und Objekte, den Button für den Ebenen- und Objekte-Dialog. Und im Moment steht er auf Objekte offenbar. Mit diesem kleinen Knöpfchen könnt ihr wechseln zwischen der Ebene und der Objekteansicht. Im Moment sind wir also in der Objekteansicht. Wenn ich das ausmache, sehe ich nur die Ebenen. Okay. Jetzt im Moment ist alles in einer Ebene noch und diese beiden Dinger hier sind der Hintergrund. Ich kann mir die Ebene umbenennen, damit ich alles später noch wiederfinde und ich nenne das mal Hintergrund. Dann würde ich mir für diesen Fall noch weitere Ebenen anlegen, zum Beispiel noch eine mit dem Kalendarium und noch eine mit dem Namen Bilder. Und wenn ich ganz pingelinsch bin, würde ich noch eine anlegen mit dem Namen Ablage oder sowas oder Vorrat. Und die könnt ihr dann verwenden, um sozusagen Müll- und Vorratsdinge aufzuheben in eure Zeichnung, die ihr sonst, ja, die man normalerweise eigentlich nicht sehen soll. Und dann könnt ihr nämlich einzelne Ebenen ein- und ausblenden hier. Wenn ihr hier so drüber hovert, könnt ihr sehen, dass da so ein kleines Augen-Icon erscheint und dann, jetzt sieht man die Hintergrundebene nicht mehr, jetzt sieht man sie. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Ebene zu sperren. Wenn ich hier draufklicke, kann ich in dieser Ebene Hintergrund nichts mehr verschieben und kann auch nichts mehr verrutschen. Das ist ganz praktisch. So, jetzt gehen wir als nächstes in die Ebene Kalendarium. Denn was haben wir hier? Eine Zahl stehen. Okay. Damit auch jeder weiß, für welches Jahr der Kalender ist, nehmen wir wieder das Textwerkzeug, schreiben 2023 und ich füge auch noch einen Zeilenumbruch ein. Und im Moment ist noch die falsche Schriftart. Ich hatte mir hierfür überlegt, ich möchte Indie Flower verwenden. Das sind übrigens alles freie Schriftarten, das heißt, ihr könnt die in euren Zeichnungen frei benutzen und sowohl kommerziell und privat und wie ihr das möchtet, wie ihr es braucht. So, was ihr jetzt seht, ist, dass der Zeilenabstand hier zwischen den beiden Buchstaben noch nicht so ist, wie ich das künstlerisch wertvoll finde und das möchte ich ändern. Und das mache ich, indem ich das Textobjekt wieder ausgewählt habe mit dem Textwerkzeug. Und indem ich hier einfach bei Zeilen, Lines, bisschen den Wert reduziere. So, schon viel besser. Jetzt mache ich es noch deutlich größer. Noch ein bisschen vielleicht. So. Und schon habe ich hier so einen Hammer von Zahl und richte den zur Seite aus. Mittig, war schon fast mittig. Super. So, dann möchte ich noch ein bisschen Deko haben auf diesem Titelblatt. Das sieht ja so doch ein bisschen öde aus. Ich gehe also schon mal in die richtige Ebene, Bilder und kann mir jetzt, wenn ich möchte, zum Beispiel ein SVG-Bild, was ich schon mal früher gemacht habe, in die Zeichnung hineinladen und dazu gehe ich zur Datei importieren. Und ich habe hier tatsächlich schon was vorbereitet. Und importiere das mal in die Zeichnung. Wenn ihr das Bild später noch bearbeiten können möchtet, dann wählt tunlichst die erste Option hier, SVG-Bild als bearbeitbare Objekte in aktuelle Datei einbinden. Und nur wirklich in ganz seltenen Fällen eine von den anderen und auch nur dann, wenn ihr wisst, was ihr tut. So.
Und, ne? Was jetzt? Ah, okay. Huch. Da habe ich versehentlich den Hintergrund verschoben, sowas. Wupp. Okay, seht ihr, jetzt wird es nützlich, den Hintergrund zu sperren. Bedauerlicherweise ist mein Objekt ja schon im Hintergrund gelandet. So, also nochmal. Ah, Scheibenkleister, was ist jetzt los? So, ich entsperre den nochmal und check nochmal, in welcher Ebene das liegt. Ja, in Bilder. Okay, gut, dann kann ich Hintergrund sperren und kann das jetzt hier unten an der Ecke einrasten lassen. Theoretisch. Praktisch müsste sich in Inkscape jetzt auch was bewegen. Unpraktisch. Ah. Oh Gott. Was ist denn hier los? Sobald Jitsi läuft, ist das alles ein bisschen sehr langsam. Normalerweise läuft es flüssig. Okay. So, eingerastet an der Seite. Alles gut. Gut, die Farbe hier vom Text wollen wir noch ein bisschen anpassen. Was hatte ich hier? Schönes Blau. Okay, machen wir mal nach. So vielleicht. Okay. Damit ist eure Titelseite fertig. Ihr habt einen Text, die hat ein Bild und sie hat Löcher und alles, was sie so braucht. So, kommen wir in den Januar und zum Kalendarium. Und ganz wichtig, speichert eure Datei zwischendurch mal. Na, kann ich hier irgendwie in Tempen da. Gut, speichere ich die jetzt mal hier in Kalenderbeispiel. So, ihr speichert immer schön als Inkscape SVG, damit euch keine Daten verloren gehen. Wenn ihr was anderes wählt, dann warnt euch Inkscape aber auch und ihr solltet tunlichst diese Warnung nicht ignorieren, sondern das immer schön als Inkscape SVG abspeichern. So, jetzt gehen wir in die Kalendarium-Ebene, da sind wir sogar jetzt schon, weil ich den Text ausgewählt hatte. Und jetzt brauchen wir natürlich das Kalendarium. Wir brauchen das zuerst, damit wir hier später den Hintergrund zu Ende zeichnen können. Was hier fehlt, nämlich ist dieses kleine halbdurchsichtige Rechteck. Und wenn wir das haben, dann kann ich den Hintergrund für jeden Monat weiterverwenden und das ist ziemlich praktisch. Also bereiten wir das erstmal vor. Das heißt, up, Kalendarium. Und jetzt gibt es in Inkscape die Möglichkeit, tatsächlich so ein Kalendarium automatisch erstellen zu lassen. Und zwar findet ihr all diese Funktionen, die automatisch irgendwas erstellen, in Erweiterungen. Und ich habe sehr, sehr viele Erweiterungen installiert. Standardmäßig gibt es nicht ganz so viele. In Erweiterungen rendern. Wenn ihr mal irgendwann eine ruhige Minute habt und neugierig seid, dann schaut einfach mal durch, was es so für Erweiterungen hier gibt. Und wenn ihr dann noch weitere Sachen vermisst, dann geht mal auf Erweiterungen verwalten und schaut mal, ob ihr da noch Nutzer, also von anderen Nutzern programmierte Erweiterungen findet, die euch interessieren. Also rendern und Kalender, seht ihr es schon? Ihr seid wahrscheinlich schneller. Da, Kalender. So, da kommt euch ein großer Dialog entgegen, in dem ihr eine ganze große Menge einstellen könnt. Ich habe das natürlich, weil ich das alles schon ausprobiert habe, alles schon eingestellt. Ihr müsst es aber nochmal machen und ich erzähle euch nochmal kurz, wo ihr da was einstellen müsst. Zum einen natürlich das Jahr, logisch. Was ich gemacht habe, ist tatsächlich hier diese Option, die leeren, also die Tage des nächsten Monats schon mit einzufüllen. Einfach damit jeder Monat die gleiche Höhe hat und man die dann leichter ausrichten kann. Wochennummern anzeigen kann man anmachen oder nicht, ist egal. Den Wochenbeginn müsst ihr einstellen auf das, was in Deutschland sinnvoll erscheint, nämlich Montag und das Wochenende auf Samstag und Sonntag. Wie sich das so bei uns, ja, wie das so bei uns aussieht.
So, dann ihr könnt das aber natürlich auch ändern, wenn ihr jetzt zum Beispiel für jemanden, keine Ahnung, für andere Kulturen Kalendertage oder Kalender erstellt, dann könnt ihr das auf Samstag oder Sonntag setzen. Freitag gibt es komischerweise nicht. Keine Ahnung. Gut, dann kommen wir zum nächsten Layout. Da könnt ihr entweder die Größe und die Position automatisch setzen lassen. Ich habe das allerdings mal ausgerechnet und habe festgestellt, so ein Monat ist perfekt hier für mich für A4, wenn er 12,5 cm hat. Was aber blöde ist, ist, dieses Feld hier akzeptiert kein Komma. Und solltet ihr irgendwelche Kommazahlen eingeben wollen, müsst ihr die mit einem Punkt schreiben. So. Und Monate pro Zeile 12, damit die alle schön hintereinander, wie auch meine Seiten, ausgerichtet sind. Dann könnt ihr noch die Farben für die verschiedenen Kalenderelemente festlegen. Ich habe mal so gewählt, das ist aber letztlich, wie ihr das gerne möchtet. Und eine Schriftart könnt ihr festlegen. Ich habe mir die gleiche ausgesucht wie hier fürs Titelblatt, IndiFlower. Ihr könnt aber natürlich eure eigene nehmen. Und ganz wichtig, bei Lokalisierung sind standardmäßig, meine ich, die Monatsnamen auf Englisch eingetragen. Das heißt, ihr müsstet die einmal hier nacheinander ausschreiben. Genauso wie die Tagesnamen. Und Achtung, die Tagesnamen fangen nach der englischen Zählung an mit dem Sonntag. Diese Zeichenkodierung hier ist wichtig, wenn ihr hier den Monat März drin habt mit dem Ä, damit der richtig dargestellt wird. Auf meinem System ist UTF-8 installiert. Also es läuft auf UTF-8. Wenn das bei euch irgendwie falsch aussieht, probiert mal Windows Westeuropa. Das könnte dann helfen. So, und ich wende das an und es arbeitet. Und ich habe meinen Kalender bekommen. Dieser Kalender hier ist jetzt allerdings wegen dieser Erweiterung nicht in der aktuellen Ebene gelandet. Die kann das nämlich noch nicht. Das ist eine relativ alte Erweiterung, die da noch nicht aktualisiert wurde. Das heißt, es landet in der sogenannten Wurzelebene, wenn ich das mal so zeigen darf hier. Das liegt sozusagen außerhalb der Ebenen. Das heißt, hier sind Ebenen und hier liegt es noch unterhalb, beziehungsweise auf der gleichen Rangstufe sozusagen wie die Ebenen. Das müssen wir ändern. Das heißt, wir verschieben das Objekt, Rechtsklick, verschiebe zur Ebene, Kalendarium. Und jetzt sitzt es an der richtigen Stelle und ich mache mal die Objekteansicht wieder aus. So, nun haben wir ein Kalendarium mit tatsächlich 12 Monaten für das nächste Jahr 2023. Und ihr seht hier, die Wochenenden sind gekennzeichnet. Alle Tage, die außerhalb des Monats liegen, haben eine andere Farbe. Wochen haben wir und Wochentage. Alles sieht gut aus. Dann können wir also jetzt dieses hier, wie ihr seht, das ist eine Gruppe. Hier unten wird es euch auch immer angezeigt. Die Gruppe aufheben mit Steuerung Shift G, also Steuerung Shift G. Was wir nicht brauchen, ist die Zahl. Die haben wir schon. Und dann haben wir hier stattdessen die Monate. So, ich schiebe die mal. Ups, na. Manchmal ist es ein bisschen schwer, den Text zu erwischen, aber ihr müsst euch ein bisschen bemühen, dann geht das schon. So. Okay. So. Um diese Monate auf den Seiten auszurichten, wende ich einen kleinen Trick an. Ich richte nur 2 Monate aus, nämlich den ersten und den letzten. Und werde dann die Monate dazwischen automatisch ausrichten lassen. So, ich schiebe den Dezember mit Steuerung festhalten einfach gerade nach rechts auf das Dezemberblatt und werde jetzt im Ausrichten-Dialog relativ zur Seite ausrichten, und zwar mittig. Und das gleiche mache ich mit dem Januar. So, relativ zur Januarseite. Schwupp.
Und jetzt wähle ich mir all meine Monate aus. Praktischerweise sind die Seiten ja alle ganz gleichmäßig verteilt. Zwischen jeder Seite ist der gleiche Abstand. Und das nutze ich aus, um meine Monate dazwischen gleichmäßig zu verteilen. Und ich verwende hier die Mitten gleichmäßig verteilen oder ich kann auch die linken Ecken. Es ist eigentlich wurscht. So. Jetzt sind alle diese Monate gleichmäßig ausgerichtet und sitzen an der richtigen Stelle. Vielleicht kann ich sie noch ein bisschen nach oben schieben. Dafür wähle ich sie alle aus und schiebe mal ein Stück. So. Und nicht vergessen, Datei speichern. So, da ihr möglicherweise unterschiedliche Hintergrundfarben haben werdet und man dann den Kalender möglicherweise nicht mehr so richtig lesen kann, wenn ihr die Zahlen hier nicht alle umfärben möchtet, dann würde ich als Hilfe dafür stattdessen einfach ein kleines Rechteck drunter legen. Und im Moment erscheint es natürlich drüber, damit das lesbar bleibt. Ein tiefer und zur Seite ausrichten. Und jetzt auch noch mal zu dem da ausrichten, zuletzt gewählt. So, und jetzt kann ich noch die Farbe ändern. Ich ändere das auf weiß und ändere die Deckkraft auf, na, vielleicht 50%. Ne, das ist zu wenig. Bisschen mehr. So, dann kann man den Hintergrund noch so ein bisschen durchscheinen haben und es sieht aber ganz nett aus. So, das ist jetzt, glaube ich, auch in der falschen Ebene. Genau, Ebene Kalendarium. Wieder zur richtigen Ebene verschieben. Hintergrund. Jetzt ist es gesperrt, ich kann es nicht mehr auswählen. Und jetzt sperre ich mir mein Kalendarium und entsperre den Hintergrund und gruppiere diese beiden Sachen. Steuerung G, mache wieder mein Einrasten und dupliziere das. Und na gut, da ein bisschen reinzoomen. Und einrasten. Will es nicht. Da. Und duplizieren. Einrasten. Und wir brauchen weiter als bis Mai sicherlich nicht. Huch, falsche Stelle eingerastet. Bisschen reinzoomen, dann geht es genauer. Okay. So, das ist schon mal schicki. Jetzt habe ich mir hier ein paar Hintergrundfarben ausgesucht. Ich mache also den Februar tatsächlich ein bisschen rosa schon mal. Wenn ich ein Objekt, was bereits gruppiert ist, auswählen möchte, dann ist es natürlich so ein bisschen schwierig, weil das ja in dieser Gruppe ist und als die man nur als Ganzes auswählen kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich doppelklicke auf die Gruppe. Und ganz unten könnt ihr sehen, was gerade aktuell ausgewählt ist. Also ich bin immer noch in der Gruppe. Wenn ich nochmal doppelklicke da drauf, bin ich bei dem Rechteck. Und jetzt könnte ich das Rechteck umfärben. Das mache ich mal gleich für den Februar und mache das mal so rosa irgendwie. Sättigung runter, bisschen heller, bisschen anderes rosa. So, oh, sieht das schön aus. Ja, genau. Entweder so. Oder, um die Gruppen wieder zu verlassen, klickt ihr außerhalb aller Objekte einmal doppelt. Oder ihr könnt auch Steuerung festhalten und klicken, um genau das Objekt zu erwischen, was direkt unter dem Mauszeiger liegt. Dann habt ihr es schon und könnt das umfärben. Keine Ahnung. Ich lasse den März mal so, wie er ist und mache das mal mit dem April. So, der April wird leicht grünlich. Sehr schön. Ah, alles so schöne Pastellfarben. Oder ihr könnt wechseln auf das Knotenwerkzeug und damit ohne irgendwelche zusätzlichen Tastaturkürzel einfach das Objekt auswählen, was ihr haben wollt. Das geht unabhängig von der Ebene. Allerdings, wenn die Ebene gesperrt ist, geht es nicht. Okay. So. Damit haben wir schon mal das Kalendarium. Wir haben die Hintergründe. Wir haben die Namen alle benannt hier. Wir haben die Vorderseite. Okay. Was wir jetzt machen ist, wir sperren den Hintergrund.
und wir sperren das Kalendarium und kümmern uns jetzt um die Bilder. Was ihr hier seht ist, ich mache das mal ein bisschen größer, ist ein Screenshot, deswegen unscharf, aber ihr könnt erkennen, denke ich. Was ihr hier seht ist, hier ist ein Foto importiert. Ihr könnt natürlich eure eigenen Fotos nehmen. Dieses hier ist von Pixabay, einfach ein freies Bild, was man einfach so benutzen kann, sogar ohne Urheberrechtsangabe. Ihr dürft natürlich einen dazu schreiben. Aber schöner ist natürlich, wenn der Kalender eure eigenen Bilder enthält, wenn ihr schöner habt. So, und ihr seht, dass das hier so abgerundete Ecken hat und da gucken wir gleich mal, wie man das macht. Das heißt, wir importieren uns jetzt erstmal unsere Bilder. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar hier in Kalenderfotos. Was wir brauchen ist das da, das da, das da, das da. Und da kommen sie und sind alle riesig groß und sind versehentlich auch in der Ebene Hintergrund gelandet. Das heißt, ich kann die jetzt gar nicht verschieben. Ich hätte die Ebene wechseln müssen vorher. So, das heißt, ich wähle die jetzt mal aus und verschiebe die in die Ebene Bilder. Und ich verschiebe sie auch mal ein bisschen aus dem Weg. Und eins haben wir noch hier unten. So, klack, Hintergrund gesperrt, Bilder da. So, und da habe ich meinen Leuchtturm. Was ich jetzt mal ausmache, ist das Einrasten, das stört nämlich. So, jetzt halte ich wieder Steuerung fest, um das Bild proportional zu skalieren. Und positioniere das mal so, wie ich das haben möchte. So vielleicht. Okay. Worauf ihr achten müsst, ist, dass die Bilder, die ihr importiert, groß genug sind. Sonst sieht das nach dem Drucken nämlich ziemlich übel aus. Ich habe mal ein bisschen gerechnet und mir hier so eine Liste gemacht. Es hängt natürlich ein bisschen drauf an, es hängt davon ab, wie hoch die Druckauflösung eures Druckers ist. Meiner kann 600 dpi, das entspricht 236 Pixel oder 236 Tintentröpfchen für 1 Zentimeter Bildlänge. Und wenn man also 236 Pixel braucht, um 1 Zentimeter Bild zu haben, sollte man bei einem, ungefähr 15 Zentimeter breiten Bild, oder nee, das ist die Höhe, im Moment ist es sogar 22 Zentimeter breit, sollte man da schon eine gewisse Breite haben. Und laut meiner Rechnung wären also 1000 Pixel so das absolute Minimum. Das sieht dann schon nicht mehr so schön aus. Vor allem, wenn ihr einen Fotodrucker habt, sieht das ziemlich übel aus. 2500 Pixel wären schon okay. Und 4500 Pixel Breite wären super. Und über 10.000 braucht ihr wirklich nicht. Das ist Overkill. Das ist einfach nur Datenverschwendung. Gut. Okay. Jetzt haben wir dieses Bild hier und wir möchten es zuschneiden. Es gibt in Inkscape die Möglichkeit, also was es nicht gibt in Inkscape, ist die Möglichkeit, Rastergrafiken so zu bearbeiten, dass zum Beispiel diese Ecken hier in dem Bild selbst durchsichtig werden. Aber wir können einen Trick anwenden, der heißt Ausschneidepfad. Und damit kann man, kann man Dinge ausschneiden und unsichtbar machen. Alles, was dann also nicht innerhalb des Pfades ist, ist nicht zu sehen. Und ich gebe dir meine Kontur, Shift festhalten, draufklicken. Konturbreite ist noch zu klein. Ich scrolle hier drüber und nehme die Füllung weg, damit ich meine Zeichnung gut sehen kann. Und kann jetzt hier am Anfasser schon mal die Ecken abrunden. Und wenn ich mein Foto ungefähr so zuschneiden möchte, ist das natürlich ein bisschen groß. Vielleicht so. Das könnte mir gefallen. Dann wähle ich jetzt beide aus. Und kann über Objekt, Ausschneidepfad, Ausschneidemaske setzen, das Bild zuschneiden. So. Und jetzt
Es ist ein bisschen kleiner. Die Bilddaten sind alle noch da. Das heißt, wenn ihr die Ausschneidemaske wieder löst, hier über Objekt, Ausschneidepfad, Ausschneidemaske freigeben, dann ist alles noch da in der Zeichnung. Es ist nicht verschwunden. Also es spart nicht irgendwie Daten oder so. Es fügt nur welche hinzu. Genau. So haben wir. Und wir richten das nochmal zur Seite aus. So, und schon haben wir hier unser Bild so ein bisschen nett zugeschnitten in der Datei. Speichern nicht vergessen. Für den Februar habe ich mir überlegt, hier 14. Februar ist ja Valentinstag und so. Das heißt, man könnte ja vielleicht was Nettes machen mit einem Herzchen. Man kann also nicht nur rechteckförmig Dinge zuschneiden, sondern zum Beispiel auch herzförmig. Ich habe schon ein Herz vorbereitet. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätten wir das zusammen gezeichnet. Aber das haben wir leider nicht. Und zwar hier das Herz SVG. Und ich öffne das mal und importiere es. So, und das möchte ich als Ausschneidepfad verwenden. Ich halte wieder Steuerung fest und Shift, um aus der Mitte zu skalieren. Und platziere das jetzt mal hier über meinen kleinen küssenden Schäfchen. Und vertausche Füllung und Linie und mache den mal ein bisschen rot, damit man das besser sieht. So, das ist jetzt noch zu groß. Ihr seht, das steht hier unten über. Ich halte Steuerung fest und schiebe das nochmal so ein bisschen hin. Und das sieht doch niedlich aus. So, beide markieren wieder. Objekt, Ausschneidepfad, Ausschneidemaske setzen. Huch, na, da hat das nicht geklappt. Vielleicht nicht beide markiert. So, wichtig ist, dass der Ausschneidepfad oben liegt. Und der Rest unten. Jetzt kann man es auch wieder ein bisschen größer ziehen. Und zur Seite ausrichten. Und so könnt ihr immer weitermachen und weitere Fotos zurechtschneiden, wie ihr das gerade braucht. So, wie gesagt, das Märzbild zeige ich euch nicht. Dann gucken wir uns nochmal den April an. Da habe ich so was Besonderes gemacht, wo man hier so einen freifliegenden Kopf sieht. Das ist übrigens Christoph Kolumbus. Und im April nächstes Jahr ist tatsächlich auch Ostern. Das heißt, ich habe ein Osterbild gewählt und weil auch der 1. April im April ist, logischerweise, habe ich hier nochmal das Ei des Kolumbus als kleinen Witz eingebaut. Ich weiß nicht, ob es so witzig ist am Ende, aber man kann es ja einfach mal machen. So, also. Als erstes bauen wir uns unser Bild hier zusammen mit dem Kolumbus und dem Ei. Dafür habe ich hier von Wikipedia ein Foto eines Gemäldes importiert. Das braucht auch nicht ganz so groß zu sein. Das ist also hier der Christoph Kolumbus. Und was ich möchte, ist, dass der ja wie so eine Geistererscheinung quasi sich sanft über dem Ei hier ausblendet. Das heißt, ich möchte nicht wie hier so eine scharfe Kante haben, wie vom Ausschneidepfad, sondern ich möchte was, was sich gradieren lässt, also graduiert darstellen lässt. Und dafür verwende ich eine Ausschneidemaske. Ausschneidemasken können aus mehreren Objekten bestehen und sie können verschiedene Farben haben. Und die Farben haben eine Bedeutung, denn alles, was weiß ist, wird volldeckend dargestellt. Und alles, was schwarz oder transparent ist, wird weniger deckend oder komplett durchsichtig dargestellt. Das heißt, ich werde jetzt mal so ganz grob diese Form von dem Gesicht nachzeichnen. Da muss man sich wirklich nicht viel Mühe geben. Ich klicke einfach nur mit dem Bezier-Werkzeug und mache damit gerade Linien. Denn nachher möchte ich das eh unscharf machen. Da fällt das alles gar nicht mehr auf, ob das gerade ist oder rund. Und ich zeichne einmal so grob um meinen Christoph rum hier. So. Tipp, 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 tipp.
So, und Achtung, hier den Endknoten wieder getroffen. So, viel zu dick, machen wir ein bisschen kleiner. Jetzt haben wir ja gesagt, die Maske muss weiß sein, damit man es sieht. Das heißt, ich muss sie weiß einfärben. Und ich mache den Knaben also erstmal ganz deckend und nehme die Kontur weg, weil die ja auch eine andere Farbe hat. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus, wie das normalerweise aussieht, wenn ich eine weiße Maske nehme und über den Christoph lege, Objekt, Maske, Maske setzen. Dann sieht das nicht anders aus wie ein Ausschneidepfad. Ist also ein bisschen öde. Wenn ich die Maske jetzt zum Beispiel gelb einfärbe und über den Christoph setze, beides auswählen, Objekt, Maske, Maske setzen, dann wird das schon so leicht durchsichtig. Man sieht das nicht so richtig gut. Ich nehme mal ein Objekt, was ich drunter lege, möglichst dunkle Farbe. Jetzt kann man schon sehen hier, dass der so ein bisschen durchscheint, der Kreis. So, und alles wieder rückgängig. So. Wenn ich dieser Maske jetzt einen Farbverlauf gebe, so, und das nochmal mache, Maske setzen, dann sieht man schon, da wo das Zentrum des Farbverlaufs ist, da ist es deckend und alles andere wird zu den Seiten so ausgeblendet. So. Alternativ kann ich es auch weiß machen. Kompletto mit einer Vollfarbe. Sorry, so. Und dann die Maske unscharf machen. Das passt zu diesem Anwendungsfall hier ganz gut. So. Darauf achten, dass es nicht zu weit hier über den Rand rausgeht, sonst sieht es komisch aus. Das heißt, ich mache das unscharf, wähle meinen Christoph aus und die Maske und mache Objekt Maske setzen. Jetzt blendet er sich so ein bisschen schön hier aus und das ist genau das, was ich möchte. So, jetzt habe ich hier das Christoph-Kolumbus-Gesicht auf dem Ei. Ich drehe es mal ein bisschen und es ist mir noch zu klein. Quatsch, zu groß, und es ist mir auch noch ein bisschen zu deckend. Das heißt, ich kann die Deckkraft hier unten natürlich noch anpassen. Vielleicht auf 5, na, 50 ist zu wenig. Aber so vielleicht. Und jetzt kann man sehen, dass hier die Struktur von dem Ei noch so ein bisschen durchscheint. Das sieht so ein bisschen so aus, als hätte da jemand so ein leicht durchsichtiges Schiebebild auf das Ei gesteckt. Ist ja auch Ostern. Kann man ja seine Eier dekorieren. So, jetzt gruppiere ich das mal mit dem Ei, damit wir den Christoph nicht mehr verschieben können. Und ich zeichne einen Kreis drüber. Um das auszuschneiden, möglichst so ein bisschen in Eiform. Jetzt nehme ich wieder einen Ausschneidepfad und richte den aus. Zur Seite. So, und groß. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist die Deko einzufügen und Muster anzuwenden. Aber ich sehe, es ist schon 13:34. Ich kann das ganz kurz machen, so lange, bis ihr mich hier ausschalten, sozusagen. Und zwar zum Importieren könnt ihr entweder hier über Bild aus dem Internet importieren, was von irgendeinem Clipart importieren, oder ich habe hier schon was vorbereitet. Mach mal hier so ein bisschen was, keine Ahnung, zum Beispiel, ach, nehmen wir alle. Upp, upp, so. Okay. Ihr könnt die Warnung auch ausblenden, wenn ihr die nicht mehr sehen wollt. Ich habe das jetzt für diesen Zweck nochmal so gelassen. So, den brauchen wir nicht. So, und dann könnt ihr zum Beispiel damit noch rumdekorieren mit den Bildchen. Das brauchen wir auch nicht. Kann hier zum Beispiel noch eine Narzisse hinsetzen. Oder hier im März ein paar Kirschblüten oder Mandelblüten. Genau. Damit sieht schon fast gut aus. Oh, die Ecke hier stimmt noch nicht. Die setzen wir nochmal da drauf.
Ah, hier stimmt es auch nicht, weil die Breite nicht passt. Ich hatte das an der vorherige andere Breite angepasst. Okay, ach so, und hier ist noch ein Klebeband. Das kopiere ich mal. Und Jimmick, man kann es einfach spiegeln. Und die duplizierte Kopie setze ich jetzt mal dahin. So, und ich wundere mich, dass noch keiner sagt, ich soll aufhören. So langsam kommt es an die Grenze. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns Muster und andere Sachen, was jetzt noch fehlt. Ich weiß, meine Beschreibung enthält viel mehr im Jitsi-Raum an. Und ich würde sagen, ihr macht einfach euren Kalender weiter. Bis Dezember habt ihr noch ein bisschen was zu tun. Aber an so einem Vorweihnachtswochenende, wenn die Druckereien alle zu haben, könnt ihr noch schnell dann eure Geschenke zusammenbasteln. Okay, wir sehen uns. Macht's erstmal gut.